Heute geht es um die Top 5 günstigste Düfte, die jeder in seiner Kollektion haben sollte. Falls euch das Thema interessiert, dann bleibt einfach dran. Mein Name ist Jano, herzlich willkommen bei CX Sense Germany. Heute reden wir über meine Top 5 günstigste Düfte, die jeder von euch in eurer Kollektion haben sollte. Lasst uns keine Zeit verschwenden, direkt los mit der Platz Nummer 5. Wobei, ganz kurz, wenn ich über günstige Düfte rede, dann bin ich der Meinung, dass Düfte alles, was über so, ja, 30, 35, vielleicht noch 40 Euro, alles, was darüber geht, ist für mich nicht mehr günstig. Das ist schon für die meisten Menschen da draußen, ist es schon ein gutes Stück Geld, wenn es für einen, vor allem für einen Duft. Also sagen wir mal so, wir halten uns an eine Preislimit von ca. 30 bis maximal 35 Euro. Bevor wir in die Top 5 gehen, machen wir mal ganz kurz, also ich habe eine Honorable Mention, eine nennenswerte. Bevor wir in die Top 5 gehen, habe ich eine nennenswerte Bemerkung. Und zwar ist dieser Duft, liegt glaube ich aktuell bei 45 Euro. Jedoch kriegt man ein bisschen mehr für sein Geld. Ich rede von Club de Nuit Intense Man. Das ist die Pure Parfum Edition. Also die Pure Parfum Edition ist relativ neu. Ist halt Creed Aventus, ne? Ich gehe mal davon aus, ihr kennt Club de Nuit Intense Man, falls nicht. Ist von Amav, das ist ein Creed Aventus-Klon. Für die meisten der beste Aventus-Klon. Und dieses Pure Parfum ist relativ neu auf dem Markt. Ich glaube, seit 2021 ist er auf dem Markt. Und für mich ist das der beste fruchtige Creed Aventus-Klon. Das EDT und das EDP, absoluter Müll für mich. Also wirklich, ich kann nicht verstehen, wie Leute diese zwei Düfte so sehr hypen. Aber das Pure Parfum, mega gut. Wie gesagt, kostet ungefähr 45 Euro. Jedoch gibt es die nur in 150 und in 200 Milliliter. Deshalb gleicht sich das so ein bisschen aus und deswegen eine nennenswerte Bemerkung, bevor wir zu den Top 5 gehen. Auf Platz Nummer 5 haben wir einen Duft von Salvatore Ferragamo und zwar Aqua Essentiale Blue. Ich hoffe, man sieht nicht zu viel von meinen Fingerabdrücken da drauf. Dieser Duft, den habe ich letztes Jahr im April oder März geholt für 26 Euro die 100 Milliliter. Ich glaube, der Preis ist ein bisschen höher gegangen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber ich glaube, es sind schon bei 30, 35 Euro für diesen Duft, was gerade so an der Grenze ist. Also, das ist unser Alltagsduft, wenn man so will. Diesen Duft, der erinnert ein bisschen an Versace Dylan Blue oder Aqua Atlantique von Bulgari. Es geht so ungefähr in die gleiche Richtung. Ist ein blauer Duft. Dieser ist aber anders. Also du hast diese Zitrusfrüchte am Anfang. Du hast eine Pudrigkeit, was aber nicht dafür sorgt, dass der hier weiblich wirkt oder so. Sondern das spielt so perfekt mit den Zitrusfrüchten zusammen, dass es einfach passt. Und das meine ich, das passt halt perfekt für einen Mann auch. Das hat eine gewisse Süße an sich mit dem Amber. Auf jeden Fall, das Zeug riecht mega, hält 8 Stunden auf mir zumindest. Es gibt Leute, die sagen, ja, es sind 5-6 Stunden auf dem. Es gibt aber auch Leute, die sagen, die kriegen 10 Stunden, was ich auch nicht verstehen kann. Also auf mir hält das 8 Stunden und die Projektion von dem Zeug, also wirklich, das ist mit eines der stärksten Düfte, die ich habe. Ich weiß nicht, ob es an meiner Haut liegt, glaube ich eher weniger, weil ein Freund von mir hat den Duft auch. Und da ist es genau das Gleiche. Also egal, wo ihr reingeht, in welchen Raum ihr reingeht mit diesem Duft, jeder im Raum riecht euch auf jeden Fall. Und ist definitiv empfehlenswert auf Platz Nummer 5. Salvatore Ferragamo, Aqua Essentiale Blue. Als nächstes haben wir einen Duft für die ganz kalten Tage im Winter. Und zwar Chagaf Oud von Swiss Arabian. Ich hoffe, das reflektiert jetzt nicht zu stark. Dieser Duft ist ein Rose-Oud-Duft. Boah, der riecht echt mega. Also du hast hier viel Rose, viel Oud. Da ist eine gewisse Würze dahinter. Also das Zeug, ich will das jetzt nicht sprühen, um ehrlich zu sein, weil dann riecht mein Zimmer noch morgen danach. Und das Zeug ist einfach nur, es riecht einfach mega. Also es riecht wirklich mega. Dieser Duft hat mich, glaube ich, 30 Euro gekostet. Ich glaube, der Preis ist immer noch ungefähr gleich. Also für 30 Euro kriegst du diese 75 Milliliter. Und glaub mir, das dauert ein bisschen, bis man den leer hat, weil davon brauchst du nicht so viel, das Sprüher. Die reichen vielleicht 3-4 Sprüher um den Hals herum. Und das Ding hält den ganzen Tag hinüber.
und es ist laut. Also die Leute riechen euch mit dem Zeug, aber sowas von. Wie gesagt, perfekt für die kalten Tage. Klar, Rose und Oud ist so eine Kombination, ist jetzt so ein bisschen, naja, für die meisten ausgelutscht, aber meiner Meinung nach ist es immer noch eines der besten Kombis in der Parfümbranche, die herausgefunden wurde, weil es riecht einfach mega gut. Und damit kommst du, also wenn du dich auch noch ein bisschen selbstbewusster gibst und dann noch diesen Duft drauf hast, dann das kommt einfach nur geil rüber. Also definitiv eine Empfehlung meinerseits, Chagaf Oud von Swiss Arabian. Als nächstes haben wir einen, ja, etwas Fougère-mäßigen Duft. Das hier, L'Insoumis von Lalique, ist ein Fougère, hat aber eine gewisse Rumnote da drin. Und dieses Rum in Kombination mit Sandelholz, was da auch noch drin ist, riecht einfach sowas von gut. Oh mein Gott, also wirklich, du hast dieses frische, grüne, lavendelmäßige Etwas da drin. Dennoch hast du das cremige, also den cremigen Sandelholz in Kombination mit dem Rum, was den einfach, das riecht einfach wie ein cremiger Rum. Und da hast du noch eine Frische mit dazu. Dieses Zeug ist sowas von einzigartig, also das riecht mega gut. Diesen Duft, den empfehle ich so für die, ja, ich sag mal nicht die kältesten Tage, aber so den Frühling kannst du komplett mit diesem Duft hier auskommen. Oder auch den Herbst, eventuell sogar Sommerabende ist das auch nochmal ein Ding. Das hier ist nicht der krasseste Performer. Circa 5-6 Stunden kriege ich mit diesem Duft, was für mich eigentlich relativ gut ist. Also ich finde 5-6 Stunden ist eine relativ angenehme Zeit. Es muss nicht immer 10 Stunden sein. Manchmal hat man auch einfach keinen Bock, so lange danach zu riechen. Also wie gesagt, 5-6 Stunden mit dem ist auch kein lauter Duft, also ist relativ nah an deinem Körper. Dennoch können sich Leute riechen, vor allem wenn du an den vorbeigehst. Definitiv eine Empfehlung meinerseits. Ich glaube, diese 50 Milliliter kosten 20 Euro oder so um den Dreh. Mega krasser Duft, vor allem sehr einzigartig. Und diese Rumnote lässt dich nicht riechen, wie als wärst du ein Alkoholiker oder so, sondern es hat eine gewisse Eleganz und es ist einfach gut. L'Insoumis bedeutet rebellisch und dieser Duft ist definitiv rebellisch in der Hinsicht, dass es nicht so riecht wie jeder andere Duft. Wo wir doch bei Fougères sind, bleiben wir doch mal ungefähr in dieser Richtung. Weil als nächstes haben wir nämlich einen Duft, der gut ist für eine Art Daily Driver, also den du halt täglich tragen kannst, wenn es ein bisschen kühler ist. Muss nicht der kälteste Tag im Jahr sein, aber wenn es ein bisschen kühler ist, dann kannst du F Black von Ferragamo ganz gut tragen. Dieser Duft, viele sagen, ähnlich zu La Nuit de L'Homme. Ich finde aber La Nuit de L'Homme ist so ein bisschen leichter, ein bisschen feiner. Der hier ist schon ein bisschen stärker, hat viel mehr von diesem schwarzen Pfeffer und es ist einfach auch diese und auch der Lavendel da drin. Also es ist eine Kombination, es geht ungefähr in die Richtung wie La Nuit de L'Homme, ist aber wie gesagt ein etwas stärkerer Duft und etwas, naja, potenter. Dieser Duft ist, wie soll ich sagen, dieser Duft hält circa, je nachdem, also ich hatte wirklich mal Tage, da hatte ich auch nur 5 Stunden mit dem, ich hatte auch Tage, ging es bis zu 7 Stunden. Also es kommt immer auf den Tag an, wie eure Haut an dem Tag ist, ob ihr euch gut eingecremt habt oder alles drum und dran, es kommt halt immer auf den Tag an. Aber so 5 bis 8 Stunden um den Dreh kriegt ihr mit diesem Duft definitiv. Also für mich ist es meistens immer eine Sache von 6-7 Stunden gewesen. Kann aber auch, wie gesagt, besser oder schlechter sein, je nach eurem Hauttyp. Ich finde diesen Duft, vor allem für den Preis, ich glaube, der kostet aktuell auch knapp 20 Euro für die 100 Milliliter. Habe auch schon gut was verwendet, wie man sehen kann. Ist mega, also wirklich mega krasser Duft. Für den Alltag perfekt geeignet, wenn es ein bisschen kühler ist. Ihr riecht einfach frisch, ihr riecht ein bisschen spicy, also halt so, da sind halt ein paar würzige Noten dabei, was dem Ganzen nochmal so einen Touch gibt. So, also ihr riecht auch ein bisschen interessanter damit im Vergleich zu Leuten, die zum Beispiel nur Dior Sauvage tragen oder so. Also definitiv empfehlenswert, F Black von Ferragamo. Der letzte Duft ist ein Duft, den ihr tragen könnt, wenn es mal 30 Grad plus ist, also wenn es richtig, richtig heiß ist. Ich will gar nicht weiter um den heißen Brei reden. Cool Water Wave von Davidoff. Dieser Duft, oh mein Gott, also ich habe diesen Duft in den letzten 3 Wochen vom Sommer im Jahr 2021 geholt und ich meine,
innerhalb von 3 Wochen so viel zu verbrauchen bei so einer großen Kollektion, also ich meine, ich habe über 50 Düfte da stehen, und dass du dann so viel davon verbrauchst, also ist schon eine Ansage. Ich feiere diesen Duft, ich feiere ihn. Es hat einen leicht süßen Touch. Ich fange gerade mit den Sachen an, die so im Hintergrund sind. Dieser leicht süße Touch ist im Hintergrund. Du kriegst sowas von frische Noten. Du kriegst so viel Salz auch hier drin. Ich weiß, es klingt ein bisschen komisch. Will man nach Salz riechen? Ich sag dir ja, Digga. Ja, verdammt, willst du nach Salz riechen. Also wirklich diese Fruchtnoten, beziehungsweise ist es diese Süße da im Hintergrund mit so ein bisschen Frische am Anfang. Also das Zeug ist einfach krass. Also du riechst einfach so, als würdest du mehr mit dir tragen. Und für die warmen Tage, ich weiß jetzt schon, sobald es anfängt zu Richtung 25 plus Grad zu gehen, werde ich diesen Duft sowas von leer machen. Ey, also ich brauche auf jeden Fall eine 200 Milliliter Flasche, weil wenn ich diesen Duft im kommenden Winter, also sobald der Sommer vorbei ist, zeige ich euch, wie viel hier drin noch übrig ist, und das Ding wird entweder komplett leer oder so gut wie leer sein. Weil ich es liebe, diesen Duft im Sommer zu tragen. Viele sagen, er ist ähnlich zu Invictus Aqua 2016. Habe ich nie gerochen. Falls der dem Duft hier ähnlich sein sollte, dann war Invictus Aqua ein sehr guter Duft. Ich mochte die 2018-Version nicht so sehr, weil da war mir ein bisschen zu viel Süße dabei. Falls 2016 auch so süß war, wird es mir wahrscheinlich nicht gefallen. Hier geht es mehr um die frischen, salzigen, maritimen Noten. Also wirklich ein krasser Duft. Und das Krasse ist, das Zeug performt. Also für einen Sommerduft kriege ich hier 5-6 Stunden raus. Und für einen Sommerduft ist das mega gut. Also wirklich alle Düfte, die mehr als 4-5 Stunden kriegen im Sommer, also wirklich Sommerdüfte, sind für mich echt gute Performer. Wenn du mir mit einem Sommerduft ankommst, der 7-8 Stunden performt, ist es geisteskrank, weil du schwitzt sehr viel im Sommer. Das heißt, die Öle auf deiner Haut bleiben nicht lange auf deiner Haut. Die werden mit dem Schweiß quasi weggewaschen, und so verfliegt auch der Duft schneller. Weshalb ich krass finde, dass du selbst bei 30 plus Grad 5-6 Stunden mit diesem Duft auskommst quasi. Also definitiv eine Empfehlung für den Sommer. Und diese 75 Milliliter, ich glaube, du kriegst die 200 Milliliter für 20 Euro. Also, ne, das ist geisteskrank, wie günstig das Zeug hier ist. Es ist absolut krass, wie günstig dieses Zeug hier ist. Also, und dann auch noch so gut riecht. Das waren auf jeden Fall meine Top 5 günstige Empfehlungen für euch. Falls ihr Interesse an mehr Parfüm-Content habt, folgt mir auf Instagram unter diesem Handle oder in dem Link unten in der Beschreibung. Ihr könnt auch auf mein Parfumo-Profil gehen und euch meine Kollektion dort anschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal und sagt mir mal, was sind eure lieblingsgünstigen Düfte, die ihr so in eurer Kollektion habt. Ich war Jano, ihr wart fantastisch wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.